Du hast da was am Hals. Das sieht aber komisch aus. Und hallo und herzlich willkommen zurück zu Hogwarts Legacy. Revelio. Ich bin schon wieder beim Einbrechen. Brille mit Gestell. Okay. Hier ist irgendwo unser Freund. Da drinnen. Da will ich jetzt aber gar nicht hin. Wir gucken jetzt hier mal die Häuser durch. Ich will noch die Statue finden. Es ist nämlich gerade Nacht. Da passt das. Aber er sagt es eigentlich Rebellion. Immer an, wenn da was ist. Ach so. Hatte ich die nicht schon gesammelt? Die hatte ich aber schon gesammelt. Na gut. Deswegen werden die jetzt auch nicht angezeigt. Die Mission haben wir gerade. Da sind Figuren zum Üben. Da ist die Statue. Ich sehe sie schon. Alohomora. Von ganz allein? Das hat mich jetzt verwirrt. Warum das da unten auf einmal anfing zu drehen. Ich hab doch gar nichts gemacht. Du gehörst mir, Demi Geis. So, jetzt müsste ich 11 haben. Revelio. Hier ist noch... Ah, die ist nicht hier. Wir gehen mal nach oben. Ach, guck mal hier fürs... Ausstattung Mahagoni-Handschuhe. Die Truhe da interessiert mich aber noch. Die steht hier draußen rum. Und ich war hier schon. Ach, noch ein neuer Griff. Da könnte ich auch mal nachgucken. Da ist noch eine. Aber da müssen wir nicht hin, ne? Das ist woanders. War ich hier noch nicht drin? Halt, ich habe kein X, dann geht's nicht. So. Da oben drauf war auch was. Verstehe ich gar nicht. Was ist denn los mit mir? Hallo, Schaf. Magst du Schmerzen? Wird mich der überhaupt angemacht? Riechen da unten rum. Ach, Mann, hör doch auf. Da gehst du alleine rüber. Oh, dieser Mensch. Geht doch. Wer hier wohl wohnt? Ich glaube, hier waren wir jetzt überall. Da ist noch eine. Sehr gemein für den Kürbis. Wir gehen mal zu ihm. Schön, Sie wiederzusehen. Sie auch. Was kann ich denn für... sorry? Was verkaufen Sie hier? Ich bin der Meinung, wenn ich die schon gesehen habe, habe ich mich mit denen unterhalten. Ein Vergnügen, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Das ist aber nett von Ihnen. Also die Sachen, die man anhat, die kann man nicht aus Versehen verkaufen. Das finde ich schon mal gut. Die sind dann geschützt. Die anderen muss ich noch identifizieren. Schauen Sie doch gern jederzeit wieder vorbei. So. Wir werden noch genug Kohle brauchen. Da ist noch eine Truhe. Aber ich glaube, da war ein Trank drin oder sowas, den ich nicht nehmen kann. Nehme ich mal an. Nee, noch eine. Oh, wir können mal gucken. Zauberstab. Hier. Wir haben einmal den gekriegt. Der passt perfekt, ne? Der passt eigentlich perfekt. Der geht. Nein, aber der hier passt ja
Perfekt passt der dazu. Cool. Ich gucke jetzt nochmal hier oben hin. Was sagt eigentlich die Zeit? Okay. Wir nehmen das mal in Anspruch. Fangen das mal an. Und schauen mal. Warten wir. Das muss wohl Tag sein. Du bist hier. Hab die ganze Nacht gewartet. Schöne Aussicht. Ich passe auf. Feldcroft ist nicht mehr das, was es mal war. Niemand fühlt sich hier sicher, seit Ranrocks Anhänger Interesse an dem Schloss dort drüben gezeigt haben. Schloss Rookwood. Mein Onkel Solomon ist ehemaliger Auror und will dem nicht nachgehen, selbst nachdem einer von ihnen Anne verflucht hat. Vielleicht sogar mit einem Zauberstab. Ich hörte, wie ein Kobold-Zauberer als Stabträger bezeichnete. Dürfen Kobolde keine Zauberstäbe tragen? Genau. Deshalb suche ich nach Antworten. Wenn ich sie heilen will, muss ich verstehen, was mit ihr passiert ist. Anne war immer am frechsten von uns dreien. Und das heißt schon was, wenn man mich und Ominous kennt. Ich hoffe, ein Überraschungsbesuch von mir und einem neuen Freund aus Hogwarts hebt ihre Laune und bringt die alte Anne zurück. Komm, wir gehen zu meinem Onkel. Hier lang. Nee, ist kaputt, oder? Ja, ist kaputt. Geht nicht mehr, die kleine App, wo ich die Bildfrequenz sehen kann. Die ist ausgestiegen. Viel lebendiger. Jetzt, da Renrocks Leute dauernd umherlaufen, bleiben alle außer Sichtweite. Ja, wir waren ja schon da, wir haben ja schon die Briefe geklaut. Wir sind da. Meine Schwester sollte drin sein. Aha! Sebastian, wo bist du? Ist das das, was ich denke? Das hatten wir doch schon. Hey. Schrumpelfeigen heben Flüche nicht auf. Nichts kann das. Je eher du es einsiehst, desto besser. Aber wir haben nicht alles versucht. Es gibt kein Heilmittel. Wann akzeptierst du das? Nein, ich akzeptiere das nicht. Schau, was du gemacht hast. Tut mir leid. Geh. Hat sie Schmerzen? Tut mir leid, das war unschön. Wenn's dir nichts ausmacht, ich brauche einen Moment. Armer Sebastian. Nicht der erhoffte Besuch. Tut mir leid wegen vorhin. Diese Schmerzanfälle sind schwer zu ertragen. Alles in Ordnung, Anne? Ich wollte mich nicht aufdrängen. Keine Sorge, das hast du nicht. Und mir geht es gut. Der Fluchschmerz kommt in Schüben, oft ganz plötzlich. Niemand hat daran Schuld. Übrigens schön, dich kennenzulernen. Du musst der neue Fünftklässler sein, von dem Sebastian erzählt hat. Das bin ich. Ich lernte Sebastian bei einem Duell in Verteidigung gegen die dunklen Künste kennen. Ach ja, Professor Hackett. Eine mächtige Hexe. Sie weiß, wie sie Schüler wie meinen Bruder und mich im Zaum halten kann. Hogwarts fehlt mir sehr. Aber auch in Feldcroft wäre es ganz in Ordnung, wenn es jetzt nicht so trist wäre. Bei all den Kobolden im Schloss und dem Streit zwischen meinem Onkel und Sebastian ist es nicht mehr der gemütliche Rückzugsort von früher. Sebastian erwähnte, dass dein Onkel mal Auror war, sich aber weigert, gegen Ranrocks Anhänger vorzugehen. Ehrlich gesagt, hätte ich nicht erwartet, dass er so wütend ist. Onkel Solomon ist frustriert. Davon, was mir passiert ist und davon, dass Sebastian denkt, er könnte mich retten. Sie meinen es beide nur gut, aber mein Onkel hat recht. Dieser Fluch kann nicht aufgehoben werden. Das spüre ich. Sebastian kann mir den Schmerz nicht nehmen. Vielleicht kannst du ihm helfen, das zu verstehen. Ich gebe mein Bestes. Ich werde zumindest mit ihm darüber sprechen. Danke. Seine Suche nach einem Heilmittel ist leider vergeblich. Ich bin müde. Ich sollte mich wohl ausruhen. Danke für den Besuch. Okay. Ich wünsche dir alles Gute.
Ist Salomon draußen? Da ist er ja. Der junge Haupt mit den letzten Nerv. Verzeihung, Mr. Sallow. Oh, er, Sebastians Freund. Ich entschuldige mich für meinen Neffen. Er weiß nicht, wann er aufhören soll. Ich wollte nach Anne sehen. Sind Sie nicht gerade aus dem Haus gekommen? Wie geht es ihr? Es geht ihr gut. Sie wollte sich etwas ausruhen. Man kann nichts für sie tun. Vielleicht haben Sie das Heilmittel nur noch nicht entdeckt? Ja, Sie klingen wie Sebastian. Denken Sie wissen es besser als die Heiler im St. Mungo. Die Heiler wissen vielleicht auch nicht alles, Sir. Sebastian ist fest entschlossen, seine Schwester zu retten. Wenn es ein Heilmittel gibt, dann wird er es finden. Ihr Vertrauen in Sebastian ist unangebracht. Irgendeine schwarze Magie hat Anne verflucht. Und die Kobolde werden sich bestimmt so schnell nicht erklären. Ihr Hoffnung zu machen ist grausam. Wir können Anne jetzt nur noch schonen und den Kobolden aus dem Weg gehen. Bei allem Respekt, Sir. Aber vielleicht hätte Anne etwas Hoffnung gut. Sie meinen es gut, aber ich weiß, was das Beste für Anne ist und für Sebastian. Sie kommen ganz nach meinem sturen Bruder, besonders Sebastian. Wenn Sie wirklich helfen wollen, dann sorgen Sie dafür, dass Sebastian tut, was er tun sollte, nicht was er will. Er hat keine Ahnung, welchen Schaden er anrichten kann. Der Onkel weiß was, was er nicht sagt. Denken Sie an meine Worte. Schönen Tag noch. Ich sollte nachsehen, wie es Sebastian geht. Warum hört er nicht auf mich? Sie ist meine Schwester. Wie geht es dir, Sebastian? Du hast selbst erlebt, womit ich es zu tun habe. Ich entschuldige mich für meinen Onkel. Ich weiß, dass er wütend ist. Aber er möchte doch bloß das Beste für Anne. Er ist immer wütend. Und zwar seit meine Eltern gestorben sind. Nachdem Anne verletzt wurde, wurde er noch schlimmer. Als gäbe er mir die Schuld. Er nennt mich immer den Sohn meines Vaters. Wie eine Beleidigung. Ich versuche, ihr zu helfen. Er hat einfach aufgegeben. Anne und dein Onkel scheinen davon überzeugt zu sein, dass man nichts mehr für sie tun kann. Ich weigere mich, das zu glauben. Annes Schmerz ist mehr als nur körperlich. Er hat sie völlig verändert. Mir fehlt meine Schwester. Und ich werde sie zurückholen. Komm, ich will dir zeigen, wo es passiert ist. Ja. Ranrocks Anhänger sind zu viel mehr fähig, als die Leute denken. Wir sollten sie nicht unterschätzen. Der Schutt, den du siehst, stammt von dem Geschehen auf dem verlassenen Anwesen. Sie haben nach etwas gegraben. Aha. In dieser Burg bin ich ja auch schon rumgegeistert. Wo ist denn die überhaupt? Die kann man hier gar nicht sehen, ne? Hier ist jedenfalls eine in der Nähe. Plateau. Haben sie Anne verflucht. Hier entlang. Revelio. Da hinten, die Burg meine ich, da war ich schon. Und ich denke auch, dass wir da hin müssen. Guck mal. Wie lange sollen wir noch in diesem Schutt herumwühlen? Ranrock weiß, was er tut. Es ist eine Ehre, mitzuwirken. Er ist ein guter Zauberer. Von Fringo! Ich glaube, du weißt nicht, mit wem du es zu tun hast. Expelliarmus. Levioso. Lass mich runter! Descendo. Protego, du vor. Bringen wir es hinter uns. Da bist du ja. Findo. Ist das der Kommandant? Defendo! Besonders klug zurückzukommen. Confringo! Ich weiß nicht, wie das mit den springenden Anhänger-Dings gemeint ist. Ich werde nicht ruhen. Ekeliamo! Protego! Komm, Kindchen! Hey, was war das?
seinen Tod rächen. Levioso! Confringo! Das war dein letzter Fehler. Du bist wie ein Glumbumbel, den ich zerquetsche. Nicht leise genug. Levioso! Dafür wirst du bezahlen. Der ist ja schon tot! Protego! Oh, es ist laut. Ich werde dich... Schön, dass du mal vorbeikommst. Levioso! Defindo! Ich werde nicht ruhen. Wie unverschämt. Doch! Oh. Protego! Bring mir es wieder! Mich ärgert, dass wir hinkommen. Mandanten! Confringo! Der war so schnell weg. Hier liegen ja neue rum. Hättest du das los? Descendo! War das schon alles? Da bist du hin. Descendo! Nicht ganz. Ganz einfach ausgewichen. Descendo! Ich gebe zu, das war etwas mehr, als ich erwartet hatte. Ich wollte dich warnen. Das kann man reparieren. Wingardium Leviosa. Quatsch. Reparo. Machen wir es wieder ordentlich, ne? Keine Mega-Power-Tränke mehr. Aha, aha. Revelio. Diese Anhänger haben das verdient. Da stimme ich zu. Hier ist es passiert. Mitten in der Nacht rochen wir Rauch. Als wir nach draußen schauten, schossen Flammen aus diesem Anwesen. Bevor mein Onkel und ich etwas tun konnten, rannte Anne zum Feuer, besorgt, jemand könnte verletzt sein. Sie sah sich einer Horde von Kobolden gegenüber, die verzweifelt versuchten, die Flammen zu löschen. Plötzlich ertönte eine eisige Stimme aus dem Rauch. Kinder sollte man sehen und nicht hören. Dann eine blendende Explosion. Sie gaben ihr nicht mal die Chance zu fliehen. Eine ziemlich gewalttätige Reaktion auf ein Kind, das zufällig da war. Was wollten sie bloß verbergen? Genau mein Gedanke. Vielleicht irre ich mich, aber ich denke, hier könnte etwas sein, das mich zu demjenigen führt, der Anne verflucht hat. Womöglich erfahre ich so, welche Magie ihr geschadet hat und kann ein Heilmittel finden. Vielleicht hast du recht. Die Anhänger sind überall, aber sie scheinen hier viel Zeit zu verbringen. Und bestimmt haben sie etwas zu verbergen. Und bestimmt. In Schloss Rookwood. Sollen wir uns mal umsehen? Sie scheinen ihr Lager nicht ohne Grund hier aufgeschlagen zu haben. Sie haben Stationen für alles. Wer hat hier gewohnt? Es ist verlassen, seit ich hier wohne. Hier soll mal ein Hogwarts-Professor gelebt haben. Vor Jahrhunderten. Mehr habe ich nie gehört. Ich suche nach Hinweisen. Hier oben ist nichts weiter, ne? Hier ist nur noch so ein Dingen. Revelio. Hier ist was? Was ist das? Ranrocks Anhänger. Immer bewaffnet und kampfbereit. Hier ist noch mehr. Ich hörte, dass überall solche Ausgrabungsstätten der Kobolde auftauchen. Ein Wunder, dass das Ministerium nicht mehr tut. Ein genauerer Blick auf das Haus selbst könnte sich lohnen. Warte.
warte mal, da oben ist auch noch was. Was ist hier oben? Hier ist ein Ort alter Magie und eine Höhle. Oh. Da ist er jetzt drauf, ist ja jetzt nicht so schlimm. Da waren wir gerade. Komisch, komisch, jetzt soll ich wieder hier hin. Revelio. Jetzt ist da das Bild, ja. Und der Brunnen und die Bank. Der Brunnen kommt mir bekannt vor. Sebastian, das habe ich schon mal gesehen. Das Haus, den Brunnen, den Ausblick. Was meinst du? Wann? Gib mir einen Moment. Ich erkläre es gleich. Mhm. Ich kann mich nicht erinnern. Nein. Sebastian, hier drüben. Glaubst du, das wurde damals, als Anne verflucht wurde, im Feuer beschädigt? Könnte sein. Aber für mich sieht es nach Vorsatz aus. Revelio. Sebastian, dieses Haus gehörte einer Hogwarts-Professorin. Vor Hunderten von Jahren. Wem? Was meinst du? An diesem Tag fand ich ein Denkarium in der verbotenen Abteilung. Es zeigte dieses Haus. Da war ein kleines Mädchen und eine Dürre. Die Hüter zeigten mir auch andere Erinnerungen. Das Mädchen wurde Professorin in Hogwarts. Ihr Name war Isadora Morgannock. Sie war ein Mitglied der Hüter. Hüter? Wie beim Quidditch. Und du hast ein Denkarium in der Bibliothek gefunden? Ich kann nicht mehr folgen. Ganz schön viel, hm? Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich alles verstanden habe. Und nein, keine Quidditch-Hüter. Sie nennen sich selbst Hüter, weil sie eine Art Wissen beschützen. Und es hat mit dem Gewölbe in Gringotts zu tun. Habe ich das richtig verstanden? Ranrock und Rookwood sind hinter dir her, weil du etwas bei Gringotts gefunden hast, wo du per Portschlüssel gelandet bist. Du kannst Spuren alter Magie sehen und denkst, dass Ranrock sie sich zu Nutzen machen will. Und jetzt siehst du Erinnerungen von Hütern? Oh, und dieses Haus gehörte einem Hogwarts-Professor, der vor Hunderten von Jahren einer dieser Nicht-Quidditch-Hüter war. Würde ich dich nicht kennen, würde ich denken, du machst Witze. Ganz schön viel, wenn man es so betrachtet, oder? Der Punkt ist, wir haben beide einen guten Grund, dieses Haus zu durchsuchen. Du suchst nach Antworten auf das, was mit Anne passiert ist, und ich suche Antworten zu den Hütern. Mhm. Sieh dir das an. Jemand hat das hier mit Absicht aufgehäuft. Ob das was blockiert? Wir finden es nur auf eine Weise raus. Ah, eine Treppe. Revelio. Bin schneller. Warum eine Treppe blockieren? Vielleicht gibt es hier drin etwas Interessantes. Lumos. Sie haben das alles hier einfach liegen lassen. Sie sind hinter etwas Größerem her. Im Lagintag können mehr Muggelärzte und sogar, was sie können. Die Trauer ist allgegenwärtig. Wer diese Seuche übersteht, ist für immer durch seinen Verlust gezeichnet. Aber diese entsetzliche Leere bleibt. Mhm. Ein Tagebucheintrag von Isadora. Ich sollte ihn aufbewahren. Mhm. Meine Magie heilen und helfen, aber ich würde sie gewaltsam daran hindern, denn wir haben heute gesehen, dass der Mann, der nicht so an meinen Pfad das Lager verlassen hat. Aha. Diese Tagebucheinträge stammen offenbar von Isadoras Reisen. Revelio. Lumos. Oh. Ist da was dahinter? Warte mal. Nee, das geht hier nicht. Hm. Lumos. Was ist jetzt noch? Da ist was dahinter. Komm, Frink! Das wirst du nicht glauben. Ich sehe die Krypta. Was? Ein Tagtraum? Das passiert mir nämlich auch ständig. Lumos!
Der Spiegel? Lumos. Revelio. Lumos.